Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur dritten Folge unserer Tutorial-Serie von Kerbal Space Program 2. Wir haben in den letzten zwei Folgen es geschafft abzuheben und sogar die Atmosphäre zu verlassen. Heute wollen wir die Kerbin-Umlaufbahn erreichen, also einen Orbit erreichen. Und wir wollen den Auftriebstest schaffen. Wir haben es zwar auch schon vorher geschafft, im Wasser zu landen, aber ich werde euch zeigen, wie es einfach ist, aus einem Orbit sich ziemlich genau aussuchen zu können, wo man landen möchte. Deswegen passt das ganz gut, dass wir jetzt erst mit der Umlaufbahn zusammen den Auftriebstest auch abschließen werden. Und ja, mein Ziel ist es auch, eine etwas zu große Rakete zu bauen. Einfach nur, weil ich Bock habe, eine Rakete, wie eine Rakete aussieht, zu bauen und nicht eine Rakete, die einfach nur so ein langer Schlauch ist wie die letzten beiden. Also nicht wundern, wenn ich da ein bisschen Overkill gehe, aber ich habe da einfach Bock drauf. Und wir sehen uns gleich in der Fahrzeugfabrik. Mir ist in der Fahrzeugfabrik aufgefallen, dass wir, während wir letztes Mal die Wissenschaft freigeschaltet haben, etwas Essentielles vergessen haben, nämlich auf Aerodynamik und Stabilität zu gehen, um dann zum Überleben zu kommen und dann das Hitzeschild freizuschalten. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, dass es sehr, sehr knapp wurde und unsere Valentina gerade so überlebt hat. Ich bin jetzt überlegen, ob ich erst noch einen Flug mache, um diese 25 Forschungspunkte zu erreichen. Den würde ich euch aber nicht unbedingt zeigen wollen. Oder ich baue eine Rakete, die genug Treibstoff hat, um einfach wieder abzubremsen, bevor wir einfach nur in der Atmosphäre bremsen. Um eben nicht zu schnell wieder einzutreten und das Ganze ohne Hitzeschild zu machen. Ich glaube, ich werde Letzteres machen, denn das klingt einfach interessanter und spaßiger und gefährlicher. So, dieses Mal nehme ich euch mit durch den Bauprozess, weil ich einfach denke, dass es jetzt interessanter wird, weil es eine größere Rakete ist. Irgendwann sagte mir, ich habe 1391 Delta V. Was ist denn auf der Startrampe? Steht da irgendwas? Nö. Egal, ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Ich werde das jetzt einfach euch zeigen, wie ich die Rakete baue und auch, was ich dabei bedenke. Und warum ich sie so baue, wie ich das tue, weil ich denke, das gehört zum Tutorial einmal dazu, dass ich zeige, wie man eine Rakete baut. Und ja, also werde ich diesmal nicht vorspulen. Ich sehe gerade, mein Farbschema ist nicht das meine Organisation. So. Aber ja, die Farben werden wir später auch noch benutzen. Dann brauchen wir einen Fallschirm, den brauchen wir immer. Dann bräuchten wir eigentlich jetzt hier direkt ein Heat Shield, das haben wir aber nicht. Deswegen lassen wir das weg und bauen stattdessen einen Treibstofftank daran. Zusammen mit einem Terrier Engine. Warum ich den Terrier Engine nehme? Das liegt daran, dass er die 60 kN Schubkraft im Vakuum hat. Ich kann leider nicht mit der Maus drauf zeigen, aber das ist der dritte Punkt von unten da in dieser kleinen Anzeige, die jetzt da rechts ist. In der Atmosphäre ist er ziemlich schlecht, aber im Vakuum ist er ziemlich, ziemlich gut und sehr, sehr effizient. Die ISP liegt bei 335 und das ist einfach stark, deswegen nehmen wir den Terrier Engine für unser Abbremsen vor der Atmosphäre. Also wir werden in den Orbit fliegen und dann werden wir abbremsen. Um eben nicht zu verglühen. Und dafür brauchen wir noch Treibstoff und ein Engine. Dafür nehmen wir den Terrier Engine. Und ja, das ist die Erklärung, warum wir den nehmen. Dann sehen wir hier diese beiden Engines. Die sind schlechter im Vakuum als der Terrier Engine. Also hier sehen wir eine ISP von 320, 305 und wie gesagt, der Terrier hat 335. Die maximale Schubkraft dagegen ist natürlich stärker, weil es einfach größere, stärkere Antriebe sind. Aber uns kommt es im Orbit nicht darauf an, wie stark der Motor ist, weil wie stark das Triebwerk ist, sondern es kommt darauf an, wie viel Delta V wir produzieren. Und da ist der Terrier Engine einfach wesentlich effizienter im Vakuum als diese anderen beiden. So, das war jetzt eine lange Erklärung. Und ja, dann brauchen wir hier einen Decoupler hin. Habe ich hier einen Decoupler rangebaut? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Aber hier muss natürlich einer ran. Denn wir wollen ja nicht diesen Treibstofftank mit landen. Den benutzen wir nur zum Bremsen und werfen ihn dann ab und dann wird er in der Atmosphäre verglühen. Ja. So, weitere Treibstofftanks. Dann bauen wir hier einfach mal ein paar Treibstofftanks ran. Jetzt drücke ich Alt und mit Linksklick auf dasselbe Teil. Damit kopiere ich das Teil. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und ihr seht, dieser grüne Bereich, wenn ich den oberen Teil anfasse, umfasst beide Teile. Das bezieht sich immer auf diesen Punkt. Das ist der Ankerpunkt, glaube ich, so heißt es auf Deutsch. Ja, der Baugruppensatz Anker. Und wenn ich jetzt dieses Teil anwähle, wähle ich sozusagen die gesamte Rakete aus. Wenn ich dieses Teil wähle, nur das, was... Alles, was oberhalb der Rakete ist, wird da jetzt zum Beispiel einfach mal noch ein Tank und dann den Dings draufsetzen. Dann kann ich mit dem Tank halt wieder beide Teile nehmen bis zum Ankerpunkt oder halt wieder das Teil alleine. Wir können den Ankerpunkt hiermit auch versetzen. Wir können jetzt sagen, der Ankerpunkt liegt jetzt hier. Das ist für diese Rakete nicht wichtig, aber dann seht ihr, wenn ich hier rauf gehe, wähle ich die gesamte Rakete aus. Hier unten wähle ich jetzt die Teile, die unterhalb des Ankerpunktes aus sind. Wenn hier jetzt noch was wäre, würden die beiden ausgewählt werden. Und das gleiche gilt nach oben.
Wenn ich jetzt den ja wähle, dann wähle ich alles nach oben aus und je weiter ich nach oben gehe, desto kleiner wird meine Auswahl. Wir setzen den Ankerpunkt aber wieder auf unsere Kapsel, auf unseren Crewpod. Ich weiß immer noch das deutsche Wort nicht dafür. Ja, Crewkapsel vielleicht. Und Crew ist ja auch kein deutsches Wort, aber ich denke, ihr versteht mich. Naja, jetzt werden wir auf jeden Fall hier mit Alt-Links-Klick diese beiden Teile kopieren und haben jetzt schon eine ganz ordentliche Größe für eine Rakete. Da kommt jetzt ein Triebwerk ran. Dafür nehme ich den Swivel Engine. Denn der ist zwar, wie ihr seht, schlechter, was die Schubkraft angeht. Und bei diesen Motoren geht es, bei diesen, ja, Motoren heißt es ja eigentlich nicht, bei diesen Engines geht es mir jetzt darum, dass die Schubkraft haben sollen. Das heißt, ich achte hier auf die maximale Schubkraft bei einer Atmosphäre, weil die eine Atmosphäre herrscht auf unserer Rakete beim Start. Und der Swivel macht 188,1 kN, während der Reliant 221,6 kN schafft. Dafür ist Reliant aber nicht mehr, hat keinen Kardanring. Wir können ihn also nicht lenken, nicht steuern. Das heißt, der mittlere Teil der Rakete kriegt den Swivel Engine, damit wir die gesamte Rakete steuern können. Und jetzt wollen wir noch, wir könnten jetzt Feststofftreibstoff benutzen. Festtreibstoffbooster, so. Aber das möchte ich nicht. Ich bleibe bei Liquid Fuel. Und dafür brauchen wir einen Decoupler, einen Radial-Decoupler oder Entkoppler. Radial, weil wir zur Seite abstoßen in dem Fall. Davon bauen wir zwei. Dafür drücke ich jetzt einmal X, dann kopieren wir das Teil oder wir spiegeln es auf die andere Seite. Und mal gucken, ich möchte den ungefähr zwischen den zweiten und den dritten Tank der Hauptrakete ansetzen. Dann nehmen wir nochmal wieder den FLT 400, setzen ihn hier hin, weiterhin mit da unten. Hier sehen wir die zwei, das heißt, es ist immer noch im Symmetriemodus, heißt er, glaube ich. Ist das Symmetriemodus? Ja, Symmetriemodus. Und setzen dann hier die Tanks, dann machen wir wieder Alt-Links-Klick, setzen noch ein. Nevermind, ich habe was vergessen. In diesem Spiel ist es leider so, dass die Tanks, die hier unten sind, sich dann immer so arretieren, wie es die Ausrichtung der Hauptrakete ist. Und das passt natürlich nicht mit denen, der hier sozusagen rangesetzt ist. Das heißt, wir nehmen diesen Tank nochmal weg, gehen dann hier auf Drehen und Übertragen und klicken erst einmal hier rauf und dann auf das Teil. Dann kriegen wir diese Pfeile. Und ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Steps. Dann sind wir 90 Grad gedreht. Dann können wir wieder Auswahlwerkzeug auswählen und das Teil einfach anfassen, wie wir gewohnt sind. Dann setzen wir es hier hin und dann sehen wir, sie sind schön aligned. Die Leitungen hier laufen auch gleich. Und es sieht einfach wieder hübsch aus. Dann nehmen wir noch einen. Wir nehmen jetzt drei Tanks für die Seitenbooster. Und werden jetzt auf den Reliant Engine gehen, weil wir haben jetzt unseren Swivel-Faktor, unseren Kardanring schon in dem Swivel mit drin. Und könnten jetzt natürlich noch mehr Steuerautorität bekommen. Die deutschen Wörter sind wirklich schwer, aber ich glaube, das kann man so nennen. Noch mehr eine stärkere Steuereigenschaft der Rakete bekommen, wenn wir jetzt Swivel Engines benutzen. Wir wollen aber mehr Schub produzieren mit diesen beiden Engines. Diese beiden Tanks sind sozusagen nur unsere Booster, um uns aus der dicken Atmosphäre rauszutragen. Und deswegen nehmen wir den Reliant Engine. Wir können auch mal hier in den Reiseplaner gucken. Und wenn ich jetzt nur diesen Engine hier auf Swivel ändern würde, aber dafür muss ich natürlich erstmal gucken, dass hier alles auch richtig in der Startanordnung ist. Ihr sollt zusammen starten. Du kommst weg. Du startest gleichzeitig mit dem Decoupler. Es sind zwei Decoupler, das ist falsch. Der untere Decoupler kommt hier hin. Dann kommt der Engine mit in den unteren Decoupler. Die beiden starten gleichzeitig. So, wir haben jetzt 6103 Delta V. Wir machen einen riesen Overkill. Wir sehen hier, eine niedrige Kerbin-Umlaufbahn braucht circa 3400 Delta V. Wir sind also fast doppelt so stark, wie wir sein müssten. Und jetzt haben wir gesehen, dass wir hier bei 6103 Delta V sind, mit den Triebwerken, die jetzt hier unten auch alle gleichzeitig starten. Wenn ich hier den Swivel Engine nehme, dann sollte sich das Ganze auf, ja, knapp 500 Delta V weniger, nur weil wir den Swivel Engine nehmen, anstatt den Reliant Engine. Und damit haben wir dann auch gezeigt, warum wir hier den Reliant benutzen. Dann mache ich hier noch etwas schick, nämlich die Nose Cones für Aerodynamik und dafür, dass die Rakete nicht so doof aussieht. Wir verlieren ein bisschen Delta V, weil wir mehr Gewicht adden. Und ich sehe gerade, was ich auch noch mitnehmen wollte. Wir haben ja letztes Mal den Science Junior freigeschaltet. Den werde ich jetzt hier einfach mit auf unter den Decoupler, also den Abtrennring, setzen und noch mit auf den Tank des Terrier Engines, damit wir bis zum Schluss, bis wir sozusagen abbremsen für Wiedereintritt, Experimente durchführen können. Und ja, jetzt ist die Rakete an sich startbereit. Wir können hier nochmal gucken, ob wir auch genug Schub haben. Ich würde aber sagen, wir haben wahrscheinlich eh viel zu viel Schub.
wieder eine knapp 2,045. Das heißt, ich werde den Start ungefähr bei 75-80% Schub ausführen, weil ich immer so ungefähr zwischen 1,5 und 2 liegen möchte beim Start. Was möchte ich noch machen? Genau, ich möchte die Tanks etwas farblich anpassen. Das machen wir hier über den Farbmanager. Und dann können wir hier sagen, wir wollen einen Teil, nicht eine ganze Baugruppe, sondern nur einen Teil lackieren. Und dafür nehme ich dann gerne Orange als Basis. Und wir könnten das, den Akzent vielleicht in der Farbe lassen. Ich guck mal, wie das aussieht. Nee, ich möchte einfach nur doppelt Orange sozusagen. Hier hätte ich gerne die Möglichkeit, eine Hexadezimalzahl einfach nehmen zu können und zu kopieren. Das wäre sehr angenehm, aber man muss ungefähr Pi mal Auge gucken, dass die beiden Farben gleich sind. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und damit sind unsere Booster dann einfach nur orange. Und ich finde, das sieht eigentlich sehr schick aus, auch mit unserer grau-türkisen Rakete. Und ich denke, das war alles, was erstmal wissenswert zum Bau einer Rakete ist. Es war jetzt nicht hochkompliziert, wir haben eine schöne Rakete gebaut, mit der könnten wir viel mehr schaffen, als nur in den Orbit zu fliegen. Aber egal. Wir werden es machen, wir werden stark abbremsen zum Schluss, damit wir auch nicht verglühen. Wen nehmen wir eigentlich mit als Körbel? Wir haben Valentina drin, die war letztens schon dabei. Ich würde sagen, es ist wieder Jebediah's Zeit. Dann geht es jetzt auf zur Startrampe. Herzlich willkommen auf der Startrampe. Wir haben zum Sonnenaufgang gespult, damit wir einen wunderschönen Tag auf Kerbin erleben. Und wir etwas mehr sehen können für YouTube. Denn im Dunkeln sieht man bei YouTube immer relativ schlecht, finde ich, wegen der Kompression, die YouTube für die Videos vornimmt beim Upload. Hier sehen wir unsere Rakete. Und was ich in der Fahrzeugfabrik vergessen habe zu erklären, ist, warum ich jetzt die Stage so eingeteilt habe. Ich lasse diese drei Engines gleichzeitig starten. Dann werfe ich nur diese beiden Booster ab, lasse den mittleren Tank noch etwas dran und starte und wirfe ihn dann ab und starte gleichzeitig den Terrier Engine. Oder das Terrier Engine. Den Terrier Motor. Und das liegt daran, dass wir zwar noch keine Fuel Lines haben, die werden wir später freischalten, dann werde ich darüber reden. Sondern diese Tanks sind drei FLT-400s und hier haben wir vier FLT-400s. Das heißt, wenn alles gleichzeitig anfängt zu brennen, dann sind diese Tanks leer, während dieser Tank hier gerade erst anfängt, gebraucht zu werden. Und deswegen lassen wir den Swivel Engine auch an der mittleren Rakete, um die ganze Zeit eben auch Kontrolle über unseren Flug zu haben. Aber ich denke, ich habe jetzt genug geredet. Wir gucken noch einmal, ob die Stages alle passen. Ich würde sagen, ja. Dann stellen wir hier auf knapp, ich sag mal 80%, damit wir ein bisschen schneller in die Atmosphäre kommen. Und lassen den Countdown loslaufen. Ich habe schon wieder keinen Countdown bekommen. Ich weiß nicht, warum. Falls ihr wisst, warum das passiert, ich habe nichts eingestellt in der Einstellung. Sagt es mir in den Kommentaren. Wir erreichen jetzt gleich 100 Meter pro Sekunde. Das ist für mich der Moment, wo ich in Richtung 90, 80 Grad auf dem Navball anfange zu kippen. Und wie ihr seht, mein Swivel Engine hat mehr als genug Power, um die Rakete in die richtige Richtung zu bewegen, ohne dass wir die Kontrolle verlieren. Und ja, jetzt werden wir einfach immer weiter Richtung oben fliegen. Gleichzeitig werden wir ein auf Englisch heißt es Gravity Turn machen. Das ist wieder das, was ich beim letzten Mal schon erklärt habe, dass wir relativ steil starten und dann immer parabelförmiger werden, bis wir beinahe im 90 Grad Winkel zur Erde sind, oder zu Kerbin sind. Und bei 10.000 Metern gehe ich immer gerne in Richtung 60 Grad. Das ist nicht perfekt, aber es ist relativ gut. Die perfekten Werte könnt ihr im Kerbal-Wiki nachlesen, wie man einen perfekten Start schafft. Ihr seht, meine Rakete kippt immer wieder ein Stück in diese Richtung, also in Richtung, ja, geradeaus. Das liegt daran, dass wir noch den Luftwiderstand haben und uns nicht in Richtung rechtläufig gekippt haben. Die Aerodynamik der Rakete möchte mich gerne immer mit der Nase in Richtung rechtläufig drücken. Und wir haben jetzt gleich eine Apoapsis von 85 Kilometern. Und jetzt höre ich auf zu burnen. Das liegt daran, dass ich an der Apoapsis, wenn wir uns das Ganze mal im Map-Modus angucken, am meisten Einfluss auf unsere Umlaufbahn nehmen kann, beziehungsweise am meisten Einfluss auf die Periapsis. Immer auf der entgegengesetzten Richtung von da, wo wir gerade im Orbit sind, wirkt sich unser Burn aus. So, das heißt, wenn wir die Periapsis erhöhen möchten, müssen wir in der Nähe, beziehungsweise kurz vor der Apoapsis, einen Burn starten, der nur rechtläufig ist. Und das machen wir so lange, bis sich diese orange Linie, die zeigt nämlich an, was unser Orbit macht, wenn wir weiter burnen, in ein Orbit verwandelt. Dann gucken wir uns die Periapsis an, die ist hier bei 40 Kilometern. Das ist zu niedrig, weil wir dann in der Atmosphäre sind und bremsen würden. Hier sind wir jetzt bei 73 und die Apoapsis, wenn ich sie auswählen dürfte, liegt bei 86 Kilometern. Das ist also ziemlich optimal und
Wir sehen hier anhand des roten Strichs, dass unsere Stage, die wir momentan aktiv haben, nicht reichen wird. Das heißt, an diesem Punkt werden wir stagen müssen. Wir werden sogar zweimal stagen müssen. Wir müssen von die Stage 1 verlassen in Stage 2, wenn dieser Strich auf diesen Strich landet. Und dann müssen wir so lange burnen, bis wir in die Stage 3 gehen. Das ist dann der Terrier-Motor, das Terrier-Triebwerk. Und damit werden wir dann diesen Kreis nachher als blaue Linie haben. Denn die blaue Linie zeigt unseren aktuellen tatsächlichen Orbit oder unsere Flugbahn an. Mit Rechtsklick kann man übrigens diese Punkte hier festsetzen, wenn man möchte. Es reicht aber auch, sich das einfach hier unten in den Orbitalinfos anzugucken. Und normalerweise hätte ich jetzt auch vorgespult, bis der Manöverplan kommt. Aber ich habe genug geredet, um jetzt auch ohne Vorspulen gleich da zu sein. Ich richte mich schnell in Richtung Manöver aus. Das sollte man nicht vergessen. Reden und spielen ist immer wieder schwierig. Wir schaffen es aber, glaube ich, noch kurz vor der Zündung. Und wenn nicht, wird unser Engine mich, sobald wir zünden, helfen, schneller dahin zu kommen, weil er hat ja auch Lenkautorität. Und jetzt sind die beiden Tanks leer. Wir werfen sie ab. Das ist auch wunderschön. Denn, wie man hier sieht, waren wir noch nicht in einem Orbit. Das heißt, diese Tanks werden zurück in die Atmosphäre fallen und dort verglühen. Und wir lassen keinen Weltraumschrott zurück. Das ist im Kerbin zwar relativ egal, aber es ist einfach nice to have. Denn in Wirklichkeit ist Weltraumschrott ein immer größer werdendes Problem für uns. Die Erde ist momentan so voll mit Teilen, dass die gerade im Low Orbit, also im LEO sozusagen, ein Problem darstellen in der Zukunft. Und ja, deswegen ist es immer schön, keinen Weltraumschrott zu hinterlassen. Und wir sehen, die 3 nähert sich hier langsam der 2 an. Wenn sie dort ankommt, müssen wir noch einmal stagen. Das werde ich wieder mit der Space-Taste machen. In 3, 2, 1. Never mind. Und jetzt drücke ich X. Mache den Terrier Engine aus. Damit mache ich hier den Schub auf 0. Und lösche das Manöver. Jetzt können wir hier sehen, oh, es hat noch gar nicht gereicht. Die Periapsis ist noch bei 50.000. Also burn ich noch einmal. Mit Y. Das ist jetzt nicht mehr so effektiv wie vorher. Wir drücken unsere Apoapsis nach oben, ohne dass wir es wirklich wollen. Weil ich zu spät gebrannt habe. Gebrannt. Geburnt. Ich bleibe bei geburnt. Wie ich schon vorher sagte, wenn man an der Apoapsis ist, ändert man den Punkt der Periapsis. Wenn man hier zum Beispiel ein Normal- oder Antinormal-Burn macht, dann hat man den effizientesten Punkt, ziemlich genau 90 Grad von der Periapsis entfernt, um das Ganze in Richtung ja, Normal und Antinormal zu drehen. Das kann ich hier mal zeigen. Wenn wir also hier drehen, mit 330 Delta V verändern wir hier den Winkel unseres Fluges. Das können wir auch wieder rückgängig machen. Und wenn ich jetzt einmal beweise, na gut, unser Orbit ist ziemlich rund, deswegen hat das nicht viel Auswirkung. Aber das kann ich euch später aber gleich nochmal zeigen. Wenn wir müssen ja noch eine Apoapsis haben, die höher ist als das, was wir haben. Ich glaube, wir sollten 200.000 haben. Ich gucke mal, was wir hier gerade abgeschlossen haben. Die Missions... Eine Apoapsis von mehr als 200 Kilometer. Wir haben sie schon abgeschlossen. Obwohl wir das Ziel nicht erreicht haben, das scheint auch noch nicht ganz ausgereift zu sein. Also ein kleiner Bug vermutlich. Wie man hier sieht, ist unser Treibstoffbooster noch in der Umlaufbahn, der wird aber auch in die Atmosphäre gleiten und dann entweder beim ersten Durchflug oder beim zweiten Durchflug in die Atmosphäre so langsam werden, dass er keinen Orbit mehr hat und dann auch verglühen und irgendwann auf Kerbin aufschlagen. Also hinterlassen wir dieser Mission gar keinen Weltraumschrott und können uns jetzt darum kümmern, die Apoapsis auf eine Höhe von über 200 Kilometer zu bringen, weil das war die Mission, auch wenn wir sie offiziell schon abgeschlossen haben. Mache ich es jetzt trotzdem, also wieder zur Periapsis gehen, einen Manöverplan erstellen. Und dann einfach vorwärts fliegen. Und zwar so lange, bis dieser Punkt hier über 200 ist. Ich möchte aber in Richtung 500 gehen. Wir haben mehr als genug Treibstoff. Und ja, das ist unser Burn. Wenn wir hier ankommen, da werden wir gleich hinspulen. Vorher haben wir aber noch Wissenschaft zu holen. Wie wir hier sehen, wir sind in der niedrigen Umlaufbahn über dem Wasser und können forschen. Jetzt haben wir die niedrige Umlaufdaten, Umgebungsdaten von... Ich glaube, unseren Science Junior, die genau wie die Umgebungsproben, Daten, die beiden kommen aus den Science Junior, das sind 60 Wissenschaft schon mal. Dann haben wir eine Crewbeobachtung von unserem guten Jebediah, der bringt uns 24. Und wenn wir jetzt aussteigen, bin ich der Meinung, dass wir noch etwas machen können. Mein Fahrzeug hat keinen Treibstoff mehr, ja, ich bin ausgestiegen.
Können wir nicht. Ich dachte, es gibt noch einen Q-Report. Dann scheint das jetzt in diesem Spiel zusammengefasst worden zu sein, weil früher gab es einen EVA-Report und einen Q-Report in KSP1. Aber scheint jetzt gemerged worden zu sein als Q-Report. Finde ich gut, da muss man dieses nervige Aussteigen nicht machen. Wobei, wenn wir gerade hier sind, können wir ja auch mal einen kleinen Weltraumspaziergang machen. Hier steht die Steuerung, die wichtig ist. Auf Space lassen wir los. Jetzt ist unser Körben in der Luft und wir können ihn nicht bewegen. Warum können wir ihn nicht bewegen? Weil unser Jetpack nicht an ist. Ich schalte es jetzt an und schon kann ich fliegen. Mit WASD kann ich ganz normal vorwärts, rückwärts, links und rechts. Mit Umschalt kann ich hoch und mit Steuerung kann ich runterfliegen. Das sind so die grundlegenden Steuerungen im Jetpack. Man kann jetzt auch mit J sich drehen. So. Das Gute ist, er dreht sich immer wieder in die Nord-Süd- oder ja, Normal-Antinormal-Ausrichtung, wenn ich dann wieder die WASD-Taste benutze. Mit J kann ich ihn nach links drehen, mit L nach rechts, mit K nach hinten und mit I nach vorne. Also alles möglich. Wir können einen kleinen Salto fliegen. Hier muss man darauf achten, dass wir den Monopropellant, so heißt er, Monotreibstoff, hier jetzt nicht leer ballern, weil sobald der hier auf Null geht, ist unser Jetpack leer und wir haben keine Steuerungsfähigkeit mehr. Also. Da habe ich euch auch kurz erklärt, wie man, falsche Taste, wie man im Weltraum fliegt. Jetzt wollen wir zurück und wenn wir da sind, können wir uns auf F an der Kapsel festhalten, beziehungsweise an der kleinen Leiter, die hier in der Kapsel sozusagen drin ist. Und wenn wir jetzt B drücken, sind wir zurück an Bord und haben unseren ersten Weltraumspaziergang hinter uns gebracht. Jetzt richte ich mich Richtung Manöver aus und werde dann gleich einfach vorspulen zum Manöver. Ihr werdet gleich sehen, wir wollen ja im Manöver nur rechtsläufig drehen. Und momentan sieht es ja so aus, als würden wir voll gegen unseren Orbit, ankämpfen. Aber wenn wir da sind, was ja ziemlich genau in ca. 270 Grad der Fall ist, dann wird unsere Rakete genau rechtläufig stehen. Also der grüne Punkt auf dem Navball, dieser Punkt, den wir jetzt gar nicht sehen können, der wird nachher genau hier drüber sein. Und jetzt drücke ich hier auf zum Manöver vorspulen. Dann sollte er uns so auf ca. 40 Sekunden vor dem Manöver vorspulen. Und wenn wir gleich da sind, dann machen wir unseren Flug. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter vorspulen. Ich mache gerne immer vierfach, beziehungsweise zehnfach, kann man sich auch erlauben, bis ca. 10 Sekunden. Dann drücke ich hier auf Play. Dann braucht er ca. 5 Sekunden, um sich von 10 auf 0 zu reduzieren. Und dann burn ich, indem ich wieder Y drücke. Wir können uns das Ganze jetzt auch mal von der Karte aus angucken, denn man kann auch von hier aus alles machen. Man muss nicht in der anderen Ansicht sein. Man kann alle Steuerungen auch hier übernehmen. Wenn ihr diesen Navball nicht seht in eurer Map, dann habt ihr eine Einstellung im Menü gefunden, die den Navball ausblendet. Und jetzt habe ich das Manöver abgeschlossen. Ziemlich perfekt. Unsere Apple Apps ist bei 500.000, die Perry Apps ist bei 73.000. Wir sind offiziell in einem Orbit um Kerbin. Wir haben noch so viel Data, wie wir können jetzt sogar noch einmal zum Mond und wieder zurückfliegen. Wir könnten nicht landen, aber wir könnten auf jeden Fall hinfliegen. Machen wir aber nicht. Das ist die nächste Mission, das ist das nächste Tutorial. Und ja, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt möglichst effizient von der Periapsis die Apoapsis verändert. Wenn ich jetzt einfach mal hier hingehe und sage, um auch zu beweisen, dass ich keinen Scheiß erzähle, wenn ich jetzt hier rechtläufig fliege und hier, sagen wir mal, genau 100 Delta V reinstecke, ja, 102 ist auch in Ordnung, dann ändert sich diese Apoapsis von 502.000 auf 654 und sie verschiebt sich nach links. Dieses Verschieben nach links, ich mache mal hier die beiden, dieser Unterschied hier ist ja etwas, was wir gar nicht wollen. Wir wollen nur die Apoapsis erhöhen. Und jetzt verschieben wir die Apoapsis aber auch noch auf dem Orbit weiter in diese Richtung. Das ist Energie, die wir nicht verschwenden wollen. Das ist Delta V, die wir in einen Burn stecken, der ineffizient ist. Wenn ich jetzt hier diesen Teil, diese Manöver-Node, diesen Manöverpunkt nehme und ihn zurück auf genau die Periapsis schiebe, dann seht ihr schon, wie sich hier unten, da kann man es am besten sehen, die Periapsis auch immer näher an der aktuellen Periapsis auffällt. Und wenn wir genau da unseren Burn ansetzen, dann haben wir keinerlei Energie verschwendet und es verschiebt sich die Apoapsis und die Periapsis nicht, sondern wir haben wirklich nur die Apoapsis herausgedrückt. Und zwar um knapp 110 Kilometer weiter, als wenn wir es hier hinten rechts machen. Ihr seht also, es hat einen großen Einfluss. Wie gesagt, das rechtsläufig oder eigentlich jede Änderung im Orbit wirkt sich auf die entgegengesetzte Seite des Orbits aus.
Und ja, da habe ich es nochmal kurz zeigen wollen. Ich lösche jetzt diesen Manöverplan hier. Ich guck mal, ob das schon High Orbit ist, wenn wir da ankommen. Kann ich hier zum Punkt vorspulen? Ich habe Linksklick auf den Orbit gemacht und dann konnte ich zum Punkt vorspulen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt im High Orbit. Wir haben hier neue Missionen. Hohe Umlaufbahn über dem Grasland. Und was wir jetzt auch machen könnten, ist tatsächlich einfach auch noch warten, bis wir wieder über dem Meer sind in der hohen Umlaufbahn und wieder Wissenschaftspunkte sammeln. Dann über einen Berg fliegen, indem wir normal und antinormal böhren und da jetzt dann die hohe Umlaufbahn einsammeln. Aber das will ich jetzt alles nicht machen, weil Wissenschaft kriegt man durch die Mission eh genug. Und wenn man sich einfach daran hält, dann reicht das im normalen Modus. Ja, ich denke, wir haben jetzt mehr als genug Zeit im Orbit verbracht. Wir sind jetzt auch schon bei 14 Minuten seit dem Start. Ich möchte das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Das heißt, wir werden jetzt, deswegen bin ich auch hier geflogen, in der Nähe, na, ich mach mal hier hinten, in der Nähe der Apoapsis werden wir abbremsen. Und zwar bis die Periapsis. Warum? Sorry. Bis die Periapsis in die Atmosphäre eintaucht. Das ist nicht die richtige. Ich wollte die des Manövers haben, bitte, Spiel. Ich werde es doch ein bisschen später machen, einfach um es besser sehen zu können. So, diese Periapsis. Die ist jetzt bei 25.000. Ich setze immer gerne auf 30.000, wenn wir nur mit der Atmosphäre bremsen, damit wir nicht zu stark gebremst werden. Aber wir haben kein Hitzeschild, das dürfen wir nicht vergessen. Das bedeutet, ich werde sowieso sehr, 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 sehr viel mehr Treibstoff verbrennen, als ich eigentlich müsste. Weil ich halt auch noch extrem bremsen muss, bevor wir in die Atmosphäre eintauchen. Deswegen würde ich sagen, wir fliegen jetzt einfach mal, wir drehen es Richtung Manöver. Das wird sich jetzt einmal komplett um 180 Grad drehen, das Ding. Na, nicht einfach meint, bis wir da sind, passt es dann schon. Sind dann jetzt gleich also auch wieder auf der dunklen Seite der Erde. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Das könnte ich ja, jetzt sehen wir nämlich auch das, was ich meinte. Ich werde dieses Manöver nicht ausführen. Ich werde im Gegensatz erst hier hinten bremsen, auch wenn es jetzt uneffizient ist. Einfach nur, damit ihr bei YouTube besser sehen könnt, damit wir in der hellen Seite landen. Man braucht da auch kein Manöver für. Ich mache das nur ganz gerne, um da auch hinspulen zu können. Und wie ihr seht, bringe ich jetzt erstmal diese Apoapsis hier runter. Und will aber das hier sehen. Und die wird gleich einmal auf die andere Seite gedreht sein. Und dann gehen wir hier auf die 30, die ich vorhin angesprochen habe. Für 280 bremsen wir also so stark ab, dass wir da ankommen. Und wir drehen uns jetzt nochmal zum Manöver. Und spulen dann vor. Man muss warten, bis er sich dahin gedreht hat. Weil wenn man vorspult, dreht sich das Schiff nicht mehr. Und ja, jetzt sind wir da. Ich mache wieder den mal 10 Schritt. Warte auf ungefähr 10 Sekunden. Habe meine Hand schon mal auf Y, mein Finger. Damit ich auch real rechtzeitig brennen kann. Das ist hier jetzt also nicht so wichtig, weil wir keine kritischen Punkte eigentlich erreichen wollen. Hier kommt die Sonne auch wieder ins Spiel. Das heißt, wir sollten gleich in der Lage sein zu sehen, was wir tun. Und ja, damit haben wir den Orbit eigentlich geschafft. Und gleich geht's zurück zum Wiedereintritt. So, unsere Periapsis erreicht 30 Kilometer. Ich lösche das Manöver. Ich timewarpe. Wir haben noch 1100. Ich will mal ganz kurz. Jetzt kann man. Wir haben noch so viel Treibstoff über. Und ich möchte jetzt gerne wissen, wie lange muss ich jetzt brennen, um das alles loszukriegen? Das kann ich einfach hier machen. Voll ausziehen, bis er sagt, kein Treibstoff mehr. 1 Minute und 6. So, das plane ich jetzt einfach mal ein. Und ja, ich denke, wenn wir hier ungefähr an sind, damit wir auf der hellen Seite landen. Und wir wollen ja auch im Meer landen. Das kann man hier ganz gut sehen. Wir können jetzt einfach einen Manöverplan machen. Bremsen, 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 bremsen. Ich würde sagen, wenn wir hier momentan landen würden, dann kommen wir auf jeden Fall im Wasser an, weil wir noch weiter brennen müssen. Ja, ich glaube, wir müssen sehr, sehr viel mehr brennen, damit wir nicht zu schnell sind und nicht verglühen. Deswegen werde ich jetzt einfach hier volle Power machen. Und jetzt seht ihr, wir würden auf Land landen. Dieser Einschlagspunkt ist auf Land. Aber dadurch, dass die Atmosphäre uns ja auch noch bremst, werden wir immer weiter in diese Richtung kommen. Und das können wir uns gleich angucken. Ich spule da jetzt mal kurz hin. Deswegen bleibe ich jetzt hier auch in diesem Map-Modus. Ich möchte das gerne von der Seite sehen. So, das Kameradrehen ist immer etwas kompliziert. Und
Ja, jetzt sind wir gleich da. Ich spule noch mal kurz ein bisschen vor. Und in 4, 3, 2, 1, Start. Werden wir jetzt einfach so lange unseren Treibstoff verbrennen, bis wir keinen mehr haben. Dann ist unsere Kapsel bewegungsunfähig und den Elementen ausgeliefert. Und ich hoffe, wir haben weit genug runtergebremst dann. Wir sollten jetzt circa auf 1700 vielleicht kommen, weil wir werden ja auch immer schneller, je näher wir uns dem Planeten nähern. Das ist mega uneffizient, so zu bremsen, wie ich es jetzt tue, weil wir werden jetzt gleich einfach nur wie ein Stein runter von der Anziehungskraft gezogen und erstmal wieder beschleunigt, bis die Atmosphäre so dick ist, dass sie uns tatsächlich bremst. Und ich hoffe einfach, dass es reicht, dass wir nicht verglühen. So ist es halt, wenn man in der Forschung vergisst, ein Hitzeschild auszuwählen. Deswegen holt euch den Hitzeschild, der ist wichtig für den Orbit, ansonsten verbrennt ihr. Ihr seht, ich werde immer schneller, obwohl ich die falsche Richtung brenne. Oh mein Gott, jetzt, ich sollte weniger reden und mehr spielen, sorry. Jetzt drehe ich mich noch schnell mal normal, werf den Tank ab, damit er uns nicht im Weg ist, drehe mich wieder zurück, zurückläufig und hoffe, dass wir nicht verbrennen. Wir werden jetzt sehr schnell in die dickeren Atmosphären eintauchen und sehr viel Hitze entwickeln. Ich hoffe, dass wir es überleben. Weil wenn nicht, haben wir auch die ganze Wissenschaftspunkte verloren. Aber es sieht momentan noch ganz okay aus. Wir werden langsamer. Ja, Hitzeschildinformation. Danke für die Info. Wäre gut gewesen, eins zu haben. Und guck mal einer an. Wir haben es geschafft. Wir haben weit genug runtergebremst, um ohne Hitzeschild wieder eintauchen zu können in die Atmosphäre. Ich spule jetzt wieder ein bisschen vor, bis wir bei ca. 7.500 Metern Höhe sind. Dann drücke ich kurz auf Play, um den Fallschirm zu öffnen. Er fährt sich jetzt aus. Wie immer deployt er sich nicht vollständig. Er wird sich auf einer Höhe von 1.000 Metern, das habe ich wieder vergessen zu zeigen, von 1.000 Metern vollständig öffnen. Das können wir auch einfach sehen, wenn wir bei 1.000 Metern ankommen. 2000 und 1000. Der Fallschirm öffnet sich. Jetzt werden wir auf ungefähr 5 bis 7 Meter pro Sekunde runtergebremst. Und ja. Fliegen in Richtung Wasser und haben damit dann auch unsere zweite Mission geschafft, die wir in dieser Mission schaffen wollten. Nämlich lande in einem Gewässer auf Körben. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir die Tutorial-Folge dann gleich abgeschlossen. Ich werde nochmal ins Missionszentrum gehen und die Mission abschließen. Dann nehme ich euch noch mit. Und wir wollen noch gleich nochmal sehen, was wir denn überhaupt geschafft haben in dieser Mission. So, jetzt ist die Mission abgeschlossen. Hier haben wir einen Haken bekommen. Jetzt gehen wir auf Raumfahrzeug bergen, bestätigen und sehen. Unter Forschung wieder gar nichts. Also ab und zu sind hier ein paar Sachen, die ich nicht verstehe, die nicht so sein sollen. Eigentlich sollte hier die Forschung aufgezählt sein, die wir jetzt erreicht haben. Und wir gehen jetzt zurück ins Kerbal Weltraumzentrum. Ich gucke mal kurz im Forschungs- und Entwicklungs... Ja, hier ist die Wissenschaft doch. 255. Das haben wir im letzten Flug knapp verdient. Und jetzt geht es auch noch mal zum Missionszentrum. Da kriegen wir ja noch mehr Forschungspunkte. Nämlich 75 Wissenschaft für die Hauptmission. Und wie immer, ihr könnt hier auf Pause drücken, wenn der Text euch gefällt. Beim letzten bin ich meistens zu schnell und drücke es einfach weg. Den Auftriebstest auch nochmal. Das habe ich wieder weggedrückt, sorry. Und schon sind wir bei 370 Wissenschaften nach nur einem Flug. Jetzt werden wir in dem nächsten Tutorial den Mond erreichen. Das wird interessant, das wird schön, das wird spaßig. Und wir werden die neue Musik oder die musikalische Untermalung feststellen, die ich in KSP 2 sehr liebe. Jeder Planet oder jeder planetare Körper, also Monde etc., haben eine eigene Musik. Und die verändert sich auch, wenn man zum Beispiel landet etc. Sehr schön. Das werden wir alles noch erleben. Ich akzeptiere jetzt hier alles. Den Science Junior mit einem Raumfahrzeug verbinden. Das werden wir easy schaffen. Das ist ein Geschenk der 25 Wissenschaft. Und auch den Weltraumspaziergang, den wir auch schon gemacht haben, werden wir in der nächsten Mission nochmal machen, um nochmal 40 Wissenschaftspunkte zu bekommen. Und damit haben wir alles geschafft.
Wir können nochmal in das Forschungs- und Entwicklungszentrum gehen. Diesmal gehe ich hier hin und hole mir die Aerodynamik, das Überleben und Luftfahrt möchte ich noch nicht machen. Licht finde ich eigentlich ganz schön, da gehen wir schon mal in die richtige Richtung. Energiemanagement finde ich auch gut, da haben wir ein bisschen Solarmodule. Struts bzw. Streben freischalten. Das Reaktionsführungssystem ist für die Landung recht interessant. Dementsprechend holen wir uns jetzt ja auch schon mal die Mondlandeteile. Werden wir nicht in der nächsten Mission machen, sondern erst in der übernächsten. Jetzt werden wir die spezialisierten Entkoppler freischalten und ich glaube einfach, damit wir schöne Raketen bauen können, holen wir uns auch die kleine Nutzlast schon mal. Was können wir uns noch leisten? Die einfachen... Ah, hier, Forschungsmini. Ah, das ist der kleine Science Junior. Der kann genau das gleiche wie der große Science Junior. Wiegt nur weniger und ist dementsprechend besser. Aber ich brauche den jetzt eigentlich noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen auf die einfache Luftfahrt. Einfach, warum nicht? Und damit möchte ich dieses Video beenden. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Mischel.